Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Kettle am Kopf. Ja, mit Teller noch ein bisschen. Ein paar Meter habe ich schon gemacht, außerhalb der Folge, einer Folge, um ein bisschen voranzukommen. Aber wie ihr seht, das dauert eine Zeit. Ja, ich habe genutzt die Zeit ganz kurz und habe mir was zu essen vorbereitet. eine einfache Sache, Pommes mit Cola Blue. Machen wir heute mal so. Jetzt läuft das gerade schön durch. Beziehungsweise der Backofen ist gerade angemacht und eine Folgenlänge kurz Pause. Kurz noch mit dem Wenden und Cola Blue wenden vor allen Dingen. Kontrolle mal nicht anbrennen, ne? Das ist das nächste. Normalerweise muss man ein Auge drauf haben oder zumindest die Nase, ne? Wenn es riecht, ist es meistens zu spät. Aber ich habe ein bisschen weniger eingestellt von vor allen Dingen Cola Blue. Das geht immer mal ganz schnell in die Hose und brennt an, ne? Kohle würde ich keine essen. Tja, wir tellern hier fleißig und weiß ich. Die haben wir noch nicht. Ja, wollen wir welche einstellen können? Doch, eine Frage, ne? Weiß ich noch nicht genau. Ich weiß, wir müssen schon ein paar Felder haben, da können wir parallel arbeiten, ne? Also rein theoretisch. Wollte ich irgendwann mal testen. Wenn wir gleiche Felder hätten von der Größe her, würde Test ja auch einen Sinn machen. Weil dann könnte man auch theoretisch vergleichen, ob was gebracht hat, ne? Ob das Tellern ausreichend ist oder ob nur Kuppern ausreichend ist, ne? Das ist ja auch die entscheidende Frage, ne? Denn der Kuppe hat nur 7 cm, das ist ein bisschen ungünstig, also mit Tiefe wäre schon nicht schlecht. Vielleicht gibt es aber irgendwann andere Geräte mit anderen Kuppersystemen, wo wir tiefer arbeiten könnten. Dann wäre das ein Arsch erledigt, ne? Habe ich gesagt, den Weizen. Muss ich mal schauen, Bauer Relive. Zuschauen oder mal die Folge reingucken, wie er das macht. Ne? Er will ja jetzt weitermachen. Landfit MV. Recht die ändere. Der macht so eigene Arbeiten filmen. Also gleich im Livestream. Und nebenbei auch mit Drohnen fliege. So, ne? Also richtig live. Finde ich schön. Aber viel wichtiger ist für mich, ist es, wie das genau läuft, ne? Denn ich habe zwar von Tiere ein bisschen Ahnung, ja, ein bisschen, ne? Also ich weiß, wie eine Kuh gefüttert wird und wie gemolken wird, aber von Ackerbau und so, da habe ich im Prinzip weniger Ahnung. Gut, hier bei Tutorial und bei Szenario hat man so einiges gelernt, aber ich sag mal so, Pflügen ist da auch so ein Thema, wo einige sagen, nö, das ist nicht mehr notwendig, ne? Wir haben einen Grupper, der tief geht, da genügt es. Das mag von Boden zu Boden verschieden sein, ne? Also würde ich so nicht sagen, dass man jetzt festlegen würde, würde jeder andere Meinung haben, ne? Was besser ist, sag mal so, man kann ja auch nicht von Jahr zu Jahr vergleichen, das ist schwierig, wenn das Wetter gleich wäre, ja, aber wenn es doch verschieden ist, was Regenmengen angeht, doch schon Unterschiede. Im Grunde können sich jetzt alle freuen, es ist jetzt ein bisschen Regen gefallen oder Schnee. Und da machen wir mal so, ne? War nicht ganz optimal. Tracking, weil ich mit habe, letztes Mal noch nicht funktioniert. Hier noch gar nicht. Warum ist halb? Ob die ein anderes System haben? Muss ich mal gucken, ob ich sowas kriege. Am Kopf anhängen und so ein Teil, habe ich mal gesehen. Ob das besser ist als mein mit Augen, weiß ich nicht. Müsst ihr mal. Ja, testen, ne? Ist aber auch ein teurer Test, in Anführungszeichen.
wenn es ja nicht funktioniert vor allem, ne? Das ist ja das ganze Problem. Beim LS ist es zurzeit so, das Tracking schwierig ist teilweise, ne? Weil ich oft zu tief schaue, ne? Dann schaue ich oft so. Und das ist dann nicht optimal, ne? Man will ja was sehen, ne? Durch die Sträucher ja keine Kollision haben. Bäume schon. Können wir nochmal ausmachen? Ja, so geht's rum. Normale Runde. Ja, er muss die richtige Spur treffen. Dann fährt er auch geradeaus. Also nach dem gelben Strich. Ist ja Tempomat. Das ist ja. So. Ja, aber garantiert zu spät. Ja, gut. Nur bei der Aussaat mehr korrigieren, ne? Das ist ja die höchste Geschwindigkeit, die er schaffen kann, ne? Mit, hier kann man nicht viel sehen, ne? Das ist ein bisschen stark verschwommen, ne? Also ich hab da jetzt kann da ganz schwer was erkennen, was bedeuten soll, ne? Also da eine Anzeige im roten Bereich, fragt man nicht, was das sein soll, keine Ahnung. Im Außenbereich kann man ja die Geschwindigkeit genau erkennen, ne? Also vor allen Dingen auf welchen Gang man gerade drin hat, ne? Verbrauch, wie voll der Tag noch ist, das kann man innen drin, ne? Schlecht erkennen, ne? Machen wir die Außenansicht für das Wendmanöver. Wir müssen arbeiten müssen. So, auf geht's, nächste Runde. So. Und beides drückt, ne? Ja. C und V ist natürlich nebeneinander, ne? Auf Zeit, ne? Meine Pommes sind ja zur Kohle wäre, ne? Kann man leicht passieren, wenn man sich verquatscht, die Zeit vergisst. Das ist, muss dazu sagen, jetzt zur Zeit ist es so, mache ich alles ein bisschen nach Augenmaß, ne? Auf die Zeit und so, okay. Am Anfang musste ich immer noch einen Timer haben, also Countdown-Zähler, der rückwärts zählt. Und da habe ich die Folgen regelmäßig zu lang gemacht. Und das ist ja gerade am Anfang, wenn man erstmal den ersten Zuschauer erreichen möchte und auch entsprechend halten möchte, sind sehr lange Folgen ungünstig. Also ich weiß ja selber hier in der Statistik und so, wie lange geschaut wird, da ist schon 5 Minuten sehr lang. Das ist halt so, ne? Aber ist halt für den Algorithmus schlecht, ne? Deswegen sind kürzere Folgen am Anfang sinnvoller. Wieder so spät. Macht nichts. Wir gucken eh nochmal, ne? Wenn das die Maschine. Oder ich muss hier zum Fluss mal querfahren. Ja, und so ist das halt, ne? Schwierig. Ich muss dazu sagen, Kette und Kops ist die Nachfrage bedeutend höher als bei LS. Warum das so ist, keine Ahnung. Aber ist halt so, ne? Und wenn man hier haben wir noch eine Weile zu tun. Wenn aber hier alles geschafft wurde und alles fertig ist, man hat alle Geräte, man hat 1-2 Jahre durchgespielt und man hat keine neuen Geräte zu kaufen, weil es keine größeren gibt, wird sehr langweilig, ne? Auf Dauer, ne? Gut, wir haben auch nicht viele Früchte. Wir haben aktuell viel mit Getreide, also Korken, Weizen, Gerste, was ich weiß jetzt ungefähr, und noch Mais. Ja, und Mais gibt es ja auch verschiedene Sorten, ja. Aber ich sag mal so, das ist auch in dem Augenblick Schnuppel, sag mal so, ne? Kann man ja eh nicht erkennen, wenn man das Mais düngt und so, ne? Ja, das hat geklappt. Gucken, das ist schwierig hier.
Ja, und dann Kartoffeln ist ja auch, wenn sowas wäre, würde sehr lange dauern. Ja, schwierig, um da im Prinzip Abwechslung reinzubekommen. Ne? Ja, Düngen kann man einiges machen, ne? Von Gülle bis zu Gärreste und ja, Inhalt ist das der Wurst, ne? Das Gerät entscheidend. Ne? Ja, da werden wir sehen, wie die Entwicklung hier ist. Ne? Also, ich denke mal, wenn wir mal die Felder kaufen, die wir kaufen können, dann würde ich keine Umgebung in der nächsten Ecke gleich, dass wir da nicht lange mehr fahren müssen. Klar, später können wir auch noch Angestellte haben. Ja, also Angestellte anstellen, ob fest oder auf Leihbasis oder auf tageweise oder so. Muss man sehen. Ich meine, wir haben ja später nachher, wenn wir mehr Arbeit haben, man sieht ja jetzt hier, wir haben die Uhrzeit. Jetzt haben wir 8.20 Uhr in-game. Gut, bei mir sind jetzt 10 nach 4, 16 und 10. Ja. Da muss man sehen, dass man parallel warum auch die Geräte dafür, ne? Das muss zu sein. Ein Fell kaufen und dann fliegen lassen und wie selber nichts tun, ist auch blöd. Ne? Gut, mal zu gucken, wäre auch interessant. Aber wie gesagt, wenn wir da 10 Felder haben, dann kann man sagen, okay, aber wie gesagt, 10 Felder flügen, ich weiß nicht, ob das so lustig ist, ne? Aber da wird sich die Entwicklung zeigen. Also wenn bei Kettle und Kops keiner mehr reinschaut, 20, 30 Folgen oder so, ne, dann ist er ja auch irgendwie dann gestorben, ne? Sag mal so, mal grob gerechnet, ne? Wenn man merkt, ach, ist keine Nachfrage da, dann ist das irgendwo sinnlos. Wie gesagt, haben vergessen, ne? Haben vergessen? Absägen. Aber solange die Resonanz da ist, ne, wenn er geschaut wird, auch wenn es nur kurz ist, dann lohnt sich immer, ne? Nur wenn die Power 0 ist, ist das schwierig, ne? Das macht halt keinen Sinn. Da muss man neues einfallen lassen. Aber wir haben noch einiges vor hier. Also hier Abwechslung ist immer drin mit Mais. Auf jeden Fall. Ob nun Körnermais oder Silage. Ja, das ist auf jeden Fall noch möglich. Viele Felder kaufen. Und dann muss ich sehen, dass wir dann rein theoretisch, ja, ist halt so, in-game vieles nicht mehr machen, sondern außerhalb flügen. Es sei denn, jemand sagt, jo, kannst du gerne zeigen, ne? Grob und Tellern und so, ne? Das ist ja, naja, jetzt sag mal ganz grob, das werden wir jetzt die Woche schaffen. Ein Feld. Das ist ja, das sind ja nur 5,20 Meter, ne? Das dauert halt eine Weile. Ist ja so. Da haben wir gerade mal die Hälfte. Ja, Winter ist ja auch nicht so viel Arbeit, ne? Also auch das muss man sich leisten können, in Anführungszeichen. Zum einen die Rinder kaufen und zum anderen die Gerätschaften, um das entsprechend zu bewegen. Und was viel wichtiger ist, wir müssen Futter haben. Das heißt, zum einen könnten wir Gras-Silage machen, müssen wir Gras ansehen, Ackergras. Oder Mais-Silage. Die beiden Optionen gibt's. Dann gibt es noch eine Option Heu. Als Zumischen, ne, so ein Mischfutter. Ja, die Ballen kriegen wir auch noch gepresst, ne? Ein kleines Feld. Nehmen dann halt, ne? Weil hier mit Aufladen, mit Steuerung geht noch nicht, Joystick und so.
Wüsste ich jetzt nicht, müsste man einen anderen Rösti probieren. Aber da ist der Platz ein bisschen knapp. Da muss ich sehen, ob wir da das am besten hinkriegen können. Ne? Ein paar Heuballen bekommen. So zufüttern. Ne? Also am Anfang würde auch Silage reichen, sicherlich. Aber wie gesagt, soll ja auch entsprechend. Ja, entsprechend Gewicht bekommen, zuwachsen, gut wachsen, ne? Gedeihen, sag mal so, ne? Ja, und das muss man alles entsprechend haben, ne? Und du brauchst auch eine Gabel dafür. Gut, das ist nicht allzu teuer, das wird gehen. Das ist ja ganz schön, der Bursche. Und der Rechner macht schön warm. Ja, heute meldet er noch mit dem Schnee und Schneeregen. Auch wenn das mal für die Autos vereist ist, ne? So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Aber schön Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss, ciao, ciao. Jo. Morgen geht's hier weiter. Hier bei Cat & Cops. Leider mit Tellern. Mal sehen, ein paar Meter mache ich jetzt noch gleich. Und dann sehen wir weiter, ne? Tschüss.